Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Lass uns mal über Gewohnheiten sprechen. Lass uns mal über Gewohnheiten sprechen, die bis eben dir dein Leben, deine Lebenswirklichkeit erschaffen. Und da gibt es so eine Gewohnheit. Wenn wir die ändern, das kann wirklich alles verändern. Was meine ich damit? Bring dir ein Beispiel aus meinem früheren Leben. Als ich noch ja von dem freien Leben geträumt habe, in dem wir ja inzwischen seit Jahren schon angekommen sind, wenn ich sage wir, dann meine ich einfach die gesamte Familie, mein Mann, die Kinder. Auch wenn ich damals davon geträumt habe, alle mit im Boot zu haben, aber wie das wirklich funktionieren soll, keine Ahnung. Ich sehe gerade, ich habe ganz rote Wangen noch, komme gerade aus der Sonne. Gedacht, jetzt muss ich mal ein bisschen reingehen, weil die war jetzt noch ein bisschen zu heftig. Gewohnheiten. Okay, also, als ich noch im Angestelltenverhältnis war oder viele Jahre meines Berufslebens in meinem früheren Leben in Anführungsstrichen, habe ich mir die Geschichte erzählt, ja, mit dem, was mir wirklich Freude macht, kann ich ja kein Geld verdienen. Und unter anderem, weil ich gar nicht wusste, was so das eine Ding ist, was mir wirklich so viel Freude bereitet, dass ich ja mir hätte vorstellen können, damit wirklich durchzustarten. Unabhängig davon, dass ich mir die Geschichte erzählt habe, damit kann ich ja kein Geld verdienen. Weil ich einfach so vielseitige Interessen habe, immer noch und auch hatte und immer so auf der Suche war, was ist denn so das eine Ding, was mich wirklich ausmacht? Und andere da draußen, vielleicht findest du dich da wieder, die habe ich so beneidet damals, wo ich so das Gefühl hatte, die haben so das eine Ding, die machen das, die starten damit durch und alles ist gut. Da waren immer so Gedanken da, wow, wie machen die das? Wie geht das? Wollte ich auch wissen. Und ich habe mir die Geschichte erzählt, naja, morgens, montags morgens, klassischer Montagmorgen. Mein Energielevel war gegen null, mich ins Auto zu hocken, Raschauer auf der Autobahn, der übliche Morgenverkehr, der übliche Morgenstau. Im Büro anzukommen und dort dann ja 8 Stunden zu verbringen, nach gefüllten 3 Stunden auf die Uhr zu schauen und 10 Minuten später war es erst, ja? Kennst du bestimmt solche Dinge. Und da habe ich mir so die Geschichte erzählt, naja, geht dir halt nicht anders. Irgendwie will ja der Lebensstandard erhalten sein, irgendwie muss ich ja alles Mögliche rund um an Kosten bezahlen, Geld muss ja rein. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe mich so verhalten, als würde morgens in der Küche jemand stehen und würde mir mal metaphorisch gesprochen jetzt mal eine Pistole an den Kopf halten. Du gehst jetzt dahin. Du gehst jetzt dahin, du hockst dich jetzt an den Arbeitsplatz und verbringst da deine Zeit, damit am Monatsende Summe X auf deinem Konto erscheint. Wie wenn so eine unsichtbare Person da stehen würde, die mir die Pistole an den Kopf hält und sagt, du musst das jetzt machen, um am Monatsende Summe X auf dein Konto zu haben. So, und da habe ich natürlich auch ganz viel Energie reingesteckt. Und das war ja eine Gewohnheit. Und wahrscheinlich hast du eine ähnliche Gewohnheit bis eben, wie ich damals, dass du dir die Geschichte erzählst, naja, ich muss das ja so und so machen, ich muss ja meinen Beruf ausüben, ich muss ja diese Arbeitsstelle behalten, um mir mein Leben zu gestalten. Es geht ja halt nicht anders. Mit dem, was mich ausmacht, zum einen weiß ich nicht so recht, was mich wirklich ausmacht, was wirklich meine Mission ist. Ich habe so viele Interessen, ich könnte mit gefühlt 1000 Dingen anfangen und weiß schon deshalb nicht, was ist das eine Ding. Damit kann ich ja kein Geld verdienen.
Und das Ding ist, sobald du diese Gewohnheit mal änderst und dir mal bewusst wirst, anderes Beispiel, wenn wir das Thema jetzt mal umdrehen, du würdest die gleiche Energie aufwenden und dir vorstellen, da steht jemand, hol mal nochmal die Pistole am Kopf und sagt zu dir, deine Aufgabe ist es jetzt heute herauszufinden, was ist der wahre Sinn deines Daseins hier? Wie genau kannst du deine Botschaft mit der Welt da draußen teilen? Und du hast dafür jetzt, ich sage jetzt mal, 5 Stunden Zeit. Dann musst du das Ergebnis haben. Sonst ist ja Schluss mit lustig in deinem Leben. Ja? Wie viel mehr würdest du dann in eine andere Richtung die nächsten 5 Stunden dich rein energetisch schon mal bewegen? Von deinen Gedanken nach Möglichkeiten suchen. Oder ich bringe auch immer gern so das Beispiel, was mir auch mal geholfen hat, wenn ich mir vorgestellt hätte, ich will jetzt keine Familienangehörigen nennen, aber jemand, der dir wirklich am Herzen liegt, der bekommt irgendeine Diagnose. Und wenn du gewisse Dinge jetzt anders machst, dann kannst du dieses Leben retten. Dann würden wir ja auch nicht hingehen, das habe ich mir mal gesagt, dann würde ich ja auch nicht hingehen und sagen, okay, ich kann jetzt halt nichts machen, ist halt so, sondern ich würde doch alles dran setzen, um dieses Leben zu retten. Metaphorisch gesprochen, auf mein eigenes Leben bezogen, habe ich allein diese Gewohnheit mal geswitcht, dahingehend, dass ich mir so selbst mich mal an der Hand genommen habe und gedacht habe, was wäre, wenn mein Leben jetzt wirklich in Gefahr wäre? Was würde ich dann jetzt anders machen? Dann würde ich doch tatsächlich die nächsten Stunden herausfinden, Universum, was ist der wahre Grund meines Daseins hier? Wie genau kann ich meine Botschaft noch mit der Welt teilen, kann hier noch Spuren hinterlassen, kann noch mein eigenes Ding machen, um dann zu sagen, okay, ich habe noch die Kurve gekriegt, ich habe meinen Seelenplan noch erfüllt, ich war die letzten Stunden noch wirklich glücklich und frei und jetzt kann ich mich auf das Nächste, was kommt, vorbereiten. Was ich dir damit auf den Weg geben möchte, sobald du mal beginnst, deinen Fokus, deine Energie in eine andere Richtung zu lenken und aufhörst, dir die Geschichten zu erzählen, das geht ja jetzt nicht, weil ich muss erst dies und jenes oder auch, was ich auch nur zu gut von mir kenne, wo ich mich getröstet habe, da draußen gibt es so vielen Menschen, denen geht es doch schlechter als dir, gib dich doch mal zufrieden, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Ich war dankbar dafür, was ich alles hatte, was ich auch alles erreicht hatte, aber ich war trotzdem unzufrieden. Und das war letzten Endes auch der Motor, um aufzuhören, in einem Auto zu sitzen und kein Gas zu geben, in den vierten Gang zu schalten und mal durchzustarten. Das würde ich dir mal gerne mit auf den Weg geben. Ändere mal diese Gewohnheit zu denken, ich krieg's schon irgendwie selbst hin oder es geht jetzt halt nicht anders, ich muss mich mit dem zufrieden geben. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt. Oder auch ein klassisches Beispiel, was ich auch von mir kenne. Sei radikal ehrlich zu dir. So in dieser Jahreszeit hier, wo man dann sich so ein bisschen aufs Jahresende schon einstimmt. Weihnachten steht vor der Tür, Weihnachtszeit steht vor der Tür, hat schon angefangen, wo man dann denkt, naja, so jetzt die letzten Wochen, irgendwie kriegst du die auch noch rum. Und im neuen Jahr, da wird alles anders, da starte ich durch, da habe ich wieder Kraft und Energie, da geht's in die andere Richtung. Und Wahrheit, du kennst diese Dinge auch nur zu gut, wo du dir die schönen Vorsätze zum neuen Jahr machst. Die ersten 2 Wochen im Januar noch alles wunderbar ist und dann nimmt es immer mehr ab. Im Februar erinnerst du dich noch an die guten Vorsätze und im März sind wir schon wieder im alten Trott drin. Einschließlich mir selbst in meinem früheren Leben. Was wäre, wenn du jetzt und heute die Entscheidung treffen würdest, unabhängig, ob wir jetzt heute den 1. Januar haben oder nicht, also Jahresanfang? Weil das sind ja alles nur interessante Ideen, interessante Gedanken, die wir da haben. Zum Jahresanfang starte ich durch. Wie beim Fitnessstudio. Ein anderes Beispiel fällt mir gerade ein, weil ich ja jeden Dienstag und jeden Freitag da mit unserer Personal Trainerin da eine Session habe.
Ich kann mich doch jederzeit dafür entscheiden, meinen Körper fit zu halten, mich da auf einen anderen Weg zu machen. Da braucht es ja nicht Jahresanfang dazu. Weil auch das kennen wir doch von Fitnessstudios. Voller Elan gehen wir die ersten 2, 3 Wochen ins Fitnessstudio, proppenvoll der Laden. Ein paar Wochen später sieht man schon kaum noch jemanden. Oder die Hartgesottenen nur noch. Ja? Und was es dazu braucht, ist es natürlich auch jemanden an der Seite, der einen da immer begleitet. Also ohne meine Personal Trainerin würde ich nicht jeden Dienstag und Freitagmorgen 1 Stunde eine Session machen. Und schon gar nicht in dem Tempo, wie wir es machen. Also immer auf meinen Körper abgestimmt, sodass ich da auch Next Level erreiche. Das macht man halt alleine nicht. Deshalb ist es so wertvoll, jemanden an der Seite zu haben, der einem einfach den Weg zeigt. Und ich habe gerade mit unserer Tochter, die gerade aktuell ja auch hier nochmal auf Zypern ist, nochmal über unser Soulmate Life gesprochen. Was für sie, aber auch für mich ja mal alles wirklich verändert hat, mir wirklich jemanden an die Seite zu holen, der mich begleitet und der mich auch an Hand genommen hat, um die große Bühne in Anführungsstrichen meines Lebens zu betreten. Weil da sind auch ganz viele Ängste in uns, Angst davor sichtbar zu werden, Angst sich zu blamieren, Angst vor der eigenen Größe, ein Riesenthema, Angst davor wirklich mal die Geldenergie zu empfangen, von der man schon so lange träumt, wo man sich bis eben sagt, naja, irgendwie kommst du zwar über die Runden, aber mehr Geld wäre auch nicht das Verkehrteste. Oder wenn wir da mal über große Summen nachdenken, was auch immer du bis eben als groß bezeichnest, dass man sich dann die Geschichte erzählt, naja, eigentlich braucht man das ja nicht. Eigentlich geht es mir ja ganz gut und, und. Einer meiner ersten Ziele war, dass ich mir über Geld überhaupt keine Gedanken mehr machen muss, dass Geld halt einfach immer da ist. Das sind alles so die Dinge, die wir mit unseren Kundinnen auch im Soulmate Live machen, wo wir dich 8 Monate begleiten, intensiv an die Hand nehmen. Erstmal bin ich ganz intensiv für 2 Monate an deiner Seite. Dann kommt Madeleine dazu, die dich dann auch dahingehend begleitet, wirklich die Bühne deines Lebens zu betreten. Und parallel die ganzen 8 Monate bin ich dann auch noch zusätzlich. Also wir sind zu zweit voller Power an deiner Seite. Und jetzt stell dir mal vor, du hörst heute mit dieser einen Gewohnheit auf, dir dein Leben schön zu reden, wirklich mal beginnen, groß zu träumen und wirklich mal die Entscheidung zu treffen, hey, ich gehe jetzt da durch. Es ist eigentlich unbezahlbar, dass ich mir jetzt Hilfe an meine Seite hole. Ich gehe jetzt mal dadurch in die andere Richtung. Ich mache es mir jetzt möglich. Und wenn wir jetzt starten, zeitnah starten, fühl mal in dich hinein, auf welche Art und Weise würdest du dann nicht nur ins neue Jahr starten, mit einer ganz anderen Perspektive, richtig oder falsch? Und vor allem, du würdest nicht Ende Januar oder Anfang Februar dich vielleicht noch an deine Ziele erinnern, sondern du wärst auf dem Weg dahin, sie zu erreichen. Der Zug würde rollen. Da wäre Momentum da. Du wärst unaufhaltbar auf einem anderen Weg unterwegs. Weil das andere im Januar durchstarten mit den guten Vorsätzen, sei ehrlich zu dir selbst, in meinem früheren Leben zuhauf. Gute Vorsätze gehabt und irgendwann ist es wieder im Sande verlaufen, um dann irgendwann wieder frustriert zurückzublicken und zu denken, damals hätte ich doch nur. Das verändert alles, wenn du dir jetzt mal angewöhnst, heute eine neue Entscheidung für dich, für dein Herz, für deine Seele, für dein Leben. Für dein Leben, das so unendlich wertvoll ist. Du bist doch mal hierher gekommen mit einer eigenen Botschaft. Du bist doch nicht hierher gekommen, um dich irgendwie mit dem Leben zu arrangieren. Du bist auch nicht hierher gekommen, um tagsüber viele Dinge zu machen, die dir überhaupt keine Freude bereiten, sondern die dir ganz viel Energie rauben. Warum die Seele uns ja dann auch irgendwann über den Körper Disharmonien, sprich Krankheitssymptome schickt. Und dann sind wir auch noch dazu geneigt zu sagen, okay, in meinem Alter ist das halt so. Was für ein Unsinn? Wo steht das geschrieben, dass ab einem gewissen Alter irgendwelche Zipperlein losgehen? Als ich mich damals so auf die 50 zubewegt hatte, vor ein paar Jahren, habe ich mir immer gedacht, nein, das lasse ich erst gar nicht in meinen Kopf rein, daran beteilige ich mich erst gar nicht. Und für die Dinge, wo ich definitiv weiterkommen will, in meinem Leben, sei es jetzt für die gesundheitliche Fitness oder beruflich weiterkommen will,
Da habe ich Menschen an meiner Seite, die mich begleiten. Das ist das Naheliegendste und das Simpelste, was man sich überhaupt erlauben kann, was uns aber nie jemand irgendwo beigebracht hat. Deshalb, kleiner Wachrüttler hier, ändere die Gewohnheit, dir Dinge schön zu reden, weil damit ist kein Weiterkommen möglich, definitiv nicht. Du wirst immer wieder Schleifen drehen und wenn du ehrlich zu dir bist, wie satt bist du es im Grunde genommen, so weiterzumachen wie bisher. Erlaubst dir aber bis eben nicht, vielleicht beobachtest du mich schon länger, vielleicht bin ich relativ neu in deinem Universum. Wenn alles für dich möglich wäre, wie rasch würdest du dich viel lieber begleiten lassen, wenn du dir bis eben nicht gewohnheitsmäßig noch Geschichten erzählst, ich krieg's alleine hin oder das Geld, dem Geld die Macht über dich gibst und. Ändere diese eine Gewohnheit, trag dich ein zum Soulmate Live, irmgard-bronda.de/Begleitung. Du findest hier in den Futures oder in der Bio oder unter dem Video irgendwo den Link dazu. Klick auf Soulmate Live. Ich habe eben mit Madeleine nochmal gesprochen, dass wir jetzt nochmal ein paar Plätze freimachen, wo wir ein paar wenige Frauen begleiten. Warum sage ich ein paar wenige Frauen? Das wird ein exklusives Programm oder ist ein exklusives Programm, wo wir auch schon einige begleiten durften, wirklich die Bühne ihres Lebens zu betreten, mit dem Seelenplan, mit dem Seelenberuf, sich wirklich eine Community aufzubauen, wo du voll und ganz du selbst sein kannst, ganz authentisch deine Botschaft teilst mit den Menschen, die diese Botschaft wirklich von dir haben wollen. Und das ist jetzt nicht nur ein Gruppencoaching, sondern wir arbeiten ja da auch in Einzelsessions mit dir. Deshalb, der Zeitrahmen ist da begrenzt und deshalb gibt es da natürlich auch nur ein paar wenige Plätze. Trag dich ein, lass uns darüber sprechen, wie genau die Möglichkeiten da für dich sind, damit wir dich natürlich auch mal kennenlernen und über die Konditionen und alles dann im Detail sprechen können und lass uns zeitnah durchstarten, damit der Zug jetzt schon Momentum aufbaut, du den Dezember schon mal auf eine andere Art und Weise überhaupt erleben wirst und auch wirklich mit einer ganz anderen Perspektive nicht nur mit Vollgas ins neue Jahr startest, sondern dass es auch bei dem Vollgas bleibt und du wirklich Resultate erzielst und nicht irgendwann nochmal zurückdenkst, hätte ich doch nur. Also, Soulmate Live, genau das Richtige für dich. Lausch in dich hinein. Willst du jetzt wirklich was verändern? Ja, nein. Wenn ein Nein kommt, alles beim Alten lassen. Aber ich vermute mal, wenn du ganz radikal ehrlich zu dir bist und wenn alles für dich möglich wäre, wie gerne würdest du dich begleiten lassen, Dinge verändern? Und da ist Soulmate Live, der Name ist da, Programm, genau das Richtige für dich, wo wir 8 Monate an deiner Seite sind. Let's go, klick auf den Link, trag dich ein, lass uns reden und alles Weitere machen wir dann gemeinsam. In diesem Sinne, hab nur einen schönen Tag, wir freuen uns auf dich. Bis denn, ciao, ciao.